Hallo Leute, und ja, Mario und die Superstar Saga geht weiter. Mario steckt noch im Sandfest, er grinst so mies und springt raus. Yay! Und Luigi freut sich. Das ist gut so. Wo sind wir eigentlich? Ja. Gute Frage, wo wir hier sind. Was haben wir hier? Hier liegt ein altes Tonbandgerät. Abspielen? Ja, sofort. Eine Woche ist vergangen, seit die Grinsologie Epsilon auf dieser Insel gelandet ist. Die rätselhafte Lebewesen, welche den Insel bevölkern, nennen wir Gekicher. Ey, sie bemühen sich, wie wir, mit der Sprache zu kommunizieren, aber versteht sie kaum. Ah. Was hier? Ein Blitz und Feuer. Mario ist rot. Aber, ja, keine Ahnung. Ja, weiter. Noch ein Turmband. Wie ein altes Turmband. Ja, sofort. Und ja. 3 Wochen sind seit unserer Expedition auf diese Insel gelandet ist. Heute haben wir eine überraschende Entdeckung gemacht. Als wir uns in roten Gekicher, oh mein, ich hasse den Witz, und ein Feuer machten, verwandelt sich das rote Gekicher in ein Monster, sobald es mit der Flamme in Kontakt kam. Das Gekichermonster griff uns an. Ein Mitglied unserer Mannschaft wurde nach dem Monsterkampf selbst zu einem Gekicher. Die Zombies greifen an. Es scheint sinnvoll, sich dem Gekicher nicht zu nähern und sie zu provozieren. Am besten sollte man sie aus einiger Entfernung in Flammen angreifen. Denkbar, dass auch das blaue Gekicher unter einer Stimulation dieser Meta, keine Ahnung, was vollzieht. Entgegen aller Einwände und Risiken verdient das auch, diese Frage forscht zu werden. Und das soll ein Gekicher sein? Wenn das hier die Isla im Kichermeer ist, sind wir dann das Geschwätz des Reichs? Ja. Und eine Krabbe! Krabbe töten! Was kostet eine Chance? Das sehe ich doch. Ein ganzer Bohne. Was haben wir denn hier? Das ist schon wieder so ein Biest. Ah, Luigi! Was haben wir denn hier hinten? Ach, mehr. Schon wieder so eine Krabbe. Ich spring einfach hoch. Ja, das ist selber schuld. Ich auf dieser Insel große Stadt errichten. Dann ich werde in Stadt große weise Bürgermeister. Jedermann braucht Traum. Braucht einen Traum. Ja, die Kisten kennen wir, glaube ich. Yeah. Diesmal gibt es sogar Münzen. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Na, ah, Luigi! Hä? Blau. Sind Geister lecker? Was für eine Frage. Amüsant und köstlich. Was denn? Ach, hier kann man rein. Okay. Einfach mal rein. Ja, Luigi kann nicht durch da. Aber da kann Luigi durch. Ja. Du kannst uns nennen Gekicher. Aber nicht fragen nach Grund. Ja, will ich auch nicht. Ich will einfach nur. Hä? Was steht denn da? Also zurück kann ich ja nicht, oder? Ja, hier ist nix. Ja, zurück kann ich auch nicht. Oder kann ich da zurückgehen? Ich weiß es nicht. Nö. Mario steht da. Ich muss schon mit Luigi was raus. Ich will auch Mario jetzt nicht alleine lassen. Warte mal.
Was? Ja. Oh. Scheiße. Oh, Dame Luigi. Was ist das denn? Du, der du dich zum Donnerplatz verirrt hast. Dies ist ein Ort der Übung für wenig Auserwählte. Weder weiß ich, wie du diesen Weg findest, noch wie du Zugang erlangt hast. Doch bist du nicht erwünscht an diesen heiligen Ort und darum ziehe von dannen. Was? Was macht Luigi da? Hä? Was soll das? Boah! Oh nein! Was bist du für ein Narr, dass du es wagst, den großen Donner zu berühren? Aber wenn du den Donner berührst, kannst du nicht von seiner Macht vernichtet werden. Hast du wirklich die Gabe des Donnerhand? Was? Wo dann? Wer ist denn? Ich will die Kunst der Donnerhand demonstrieren. What the fuck? Drücke R, um die Macht der Hand auszuwählen. Ja. Thunder! Halte erst A. Was ist ein A? Und lasse dann den Knopf los. Damit kannst du einen Strom von Donner und Blitz entfallen. Versuch es einmal. Boah, wie geil. Ja. Thunder! Alter! Bzzz. Wie geil. Wie geil. Luigi hat die Donner seine. Ja, Luigi lernt immer diese coolen Sachen. Ausgezeichnet. Setze die Kraft in Bedacht ein. Wenn ein Gegenstand den Eindruck erweckt, er könnte Strom leiten. So lebendig habe ich mich noch lange nicht mehr gefühlt. Und meine Stimme. Aua. Ja, tschüss. Yeah, Mann! Der Donnermann schlägt zu. Könnte das sein? Ja, Tatsache. Mario! Mario! Schau, was ich jetzt gelernt habe. Einen Moment. Ja, ja, tut mir leid. Selbst schuld. So, dann haben wir... Was war... Was ist denn da? Stimmt, das war ja so eine angenehme Musik. Och. Geld, 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 Geld. Timer vergessen. Geld, 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 Geld. Von dem ich angefangen habe zu nehmen. Keine Ahnung. Geld, 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 Geld. Geld leer. Ich neige dazu, immer den falschen Taste zuerst zu drücken. Wird hier auch was sein, ne? Das habe ich vorhin schon gesehen. Da habe ich doch hier die Kramme getötet. Tatsache, ein roter Turm. Schön, so ein krankes... Ja! Ja, Mario. Ja, Luigi. Jetzt ist Mario dran. Jetzt lernt Mario den Donner. Batz! Muhahaha! Ja, das kennen wir ja schon. Yay! Der Pilz hat uns erwischt! Feuer! Boah, wie geil! Mal unser Feuer spucken! Willkommen im Feuerpass! Herein spaziert! Ich habe schon lange auf dich gewartet. Gewartet und gewartet und du hast mich warten lassen. Der letzte Besucher empfing ich vor mindestens 3000 Jahren. Mir war es so langweilig, aber genug davon. Also, was ist dein Begehr? Eigentlich, dass ich Feuer schwung kann. Wie bitte? Du hier? Nun ja, hier. Du weißt schon, hier? Ja, hier. Nanu,
Was macht man hier nochmal? Was wollte ich noch tun? Und überhaupt, wo sind wir hier? Und wer bin ich? Du hast voll die Verpeilung, ey. Na, wenn man 3000 Jahre lang kein Gas empfängt, dann ist es wohl okay, wenn man so einiges vergisst. Du hast keinen Zwang und fühl dich hier wie zu Hause. Das machen wir einfach mal dasselbe wie Luigi. Yeah! Was? Feuerhand? Kein Feuer spucken. Wow, burning! Jetzt dämmert's mir! Das hier ist die Halle der Flammen, in der man die Macht der Hand. Hand. Ich habe dich erwartet. Dich interessiert die Macht der Hand, ja? Achso, der ist wieder freundlich. Möchtest du, dass ich dich die Fähigkeit der Feuerhand lehre? Habe ich recht? Oder? Stimmt doch, oder nicht? Das erkenne ich an deiner Haltung. Du musst gar nichts sagen. Ich werde dich in die Kunst der Feuerhand einweihen. Ah ja, das kennen wir ja schon. Wisst ihr? Das war nämlich am Anfang des Spiels, als wir die ganze Zeit Tutorial hatten. Ja, halt das A gedrückt und lass den Knopf dann los. Damit lässt du einen Feuerball los. Versuch es einmal. Boah. Feuerhand! Ey, Feuer spucken wäre viel cooler. Klappt doch ganz gut. Vielleicht erlaubt es dir, ein Flammenbrass in deiner Nähe zu entzünden. Probier es. Die werden sicher völlig neue Möglichkeiten erschließen. Und nun, lebe wohl. Und warte du 3000 Jahre auf den nächsten Gast. Okay. Ja. Ist immer voll sinnlos. Anstatt dass beide einfach eine Sache lernen können. So, du hast mir was angetan. Ja, ja. Ja, Mir egal, Luigi. Aber meine Hand ein bisschen. Oh, verdammt. Ja, du mich auch, Thunder. Und was hat mir das jetzt alles im Endeffekt gebracht? Ach, genau. Ja, ja. Wir mussten ja... Das sieht ja mal episch da oben aus, zwei Hände. So. Okay. Dann geht's wohl hier weiter. Dann ist es hier nur, um Fertigkeiten zu lernen. Wir wollen runter. Und landen unter Wasser. Hier geht's nicht lang. Kichermeer. Tipps für Tauchanfänger. Personenbekundung kann man den Meeresboden verlassen und durch Wasser schwimmen. Bis zu zwei Personen kommen so besser rasch voran. Ach so. Ja, ich kann. Ja, dann kann ich bestimmt darüber springen. Nö. Ja, und jetzt weiter. Da ist was. Das sieht aus wie Feuer. Du willst mir jetzt doch nicht sagen, dass ich Feuer hier unten machen kann. Ja, wollte gerade meinen. Oder? Weil ich einfach nicht mit dich genug. Ja, siehst du? Ne, klappt doch. What? Was um Himmels Willen? Wow! Hier greifen sogar Sachen an. Und da ist schon wieder eine Karte. Und an dieser Karte verabschiede ich mich dann. Ich bin auch immer sehr dabei vertäubt. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Wir haben jetzt die Thunders und die Firehand kennengelernt. Und ja, mal gucken,
wie wir uns unter Wasser damit einen Weg atmen können. Und sehen uns halt das nächste Mal wieder, wenn es heißt Mario und Luigi Superstar Saga. Bis dahin, ich bin Masolin. Und sage erstmal, Masa la vista, Baby.